im Internet beschimpft. Jetzt schießt sie zurück. Denn für ihre Arbeit erntete diese junge Jägerin regelmäßig Hasskommentare. Und das nur, weil Sina B. unter dem Pseudonym Weidfräulein auf Facebook und Instagram über ihren Jagdalltag berichtet. Ich mag Fleisch und ich wollte nicht ohne Fleisch sein. Und dann war die einzige ehrliche Variante für mich, weil ich das auch immer mitbekommen habe, wenn Freunde von mir zur Jagd gegangen sind, dass ich es einfach wenn selbst machen möchte. Um über die Jagd zu informieren und zu diskutieren, postet Sina B. authentische Fotos. Nicht nur von der Beute. Und auch für die Jagd gibt es strenge Regeln. Das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Man hat eine Waffe in der Hand und geht durch den Wald und schießt irgendwas. Sondern man hat Auflagen. Die muss man erfüllen. Wenn man das nicht erfüllt, dann kann man natürlich auch mit Strafen rechnen. Doch die Resonanz auf ihre Fotos? Ein brutaler Shitstorm. Der Horror beginnt im März 2018. Sina B. hatte einen Fuchs erlegt und ein Foto davon veröffentlicht. Binnen 48 Stunden prasseln mehr als 2000 Hasskommentare auf sie ein. Sie sei eine Schlampe, Fotze, hässlich, widerlich, Pack. Man solle sie vergewaltigen, ausweiden, erschießen. Fremde Männer tauchen mehrfach nachts vor ihrer Haustür auf. Es gab zu dem damaligen Zeitpunkt ja eine Kollegin in Spanien, also ebenfalls eine spanische Jagdbloggerin, die sich daraufhin erschossen hat. Und für mich ist das eine Sache. Ich möchte nicht, dass es irgendwann jemand macht, mit dem ich vielleicht mehr Berührungspunkte habe. Ich möchte nicht, dass Menschen einfach, das ist einfach eine Art von Mobbing, das ist Hass. Und ich finde, dass es nicht in unsere Welt gehört. Wir sind heute so weit und wir sind so weit dabei, Konflikte zu lösen. Und wir können die ohne Krieg lösen. Und das hat jetzt nichts mit Waffen zu tun, sondern ich finde einfach, dass man über Sachen reden kann. Deshalb geht Sina B. gegen den Hass im Internet vor. Verklagt die Täter. Sie hat schon knapp 60 Verfahren gewonnen. Mehrere 10.000 Euro mussten die Hassschreiber schon zahlen. Am teuersten wurde es für Julia O. Daniela K. Angela H. Evelyn S. und Joachim W. Ich möchte das als Mahnmal stehen lassen. Ich möchte, dass sich Angegriffene sowie Täter sich das angucken können, was da letztendlich bei rumgekommen ist. Das ist mir ganz wichtig. Deswegen möchte ich das auch alles beispielhaft durchleben oder quäle ich mich jetzt hier quasi durch die Gerichtsurteile, weil ich möchte, dass danach was entsteht. Und deshalb steht für Sina B. fest, trotz Hass, ihre Posts bleiben stehen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.